Mein Forschungsschwerpunkt sind direkte numerische Simulationen von Mehrphasenströmungen. Direkte numerische Simulation bedeutet Simulationen, die sehr fein aufgelöst sind und physikalische Vorgänge möglichst exakt darstellen, ohne weitere Modellierung. Typische Beispiele für Mehrphasenströmungen sind zum Beispiel die Verdampfung von Tropfen in einem Kraftstoffspray oder der Aufprall von Tropfen auf Oberflächen, wie man sie von Lackiervorgängen her kennt. Im Exzellenzcluster 2075 bin ich Participating Junior Researcher und habe gemeinsam mit Herrn Professor Weigand ein Projekt zum Thema direkte numerische Simulation von Tropfeninteraktionen, wobei die Tropfen aus unterschiedlichen Komponenten bestehen können. Die kam eher durch Zufall. Am Ende meines Studiums war mir klar, dass ich gerne forschen möchte und nicht einen klassischen Ingenieursjob in der Industrie antreten will. Und in meiner Diplomarbeit hatte ich mich schon mit analytischen Lösungsmethoden für physikalische Probleme beschäftigt. Und das wollte ich dann auch gerne im Rahmen einer Promotion anwenden. Und hier im Institut gab es dann ein Forschungsprojekt, wo sich das ganz wunderbar verbinden ließ. Die Studierenden der Uni Stuttgart können aus einem breiten Spektrum von Studiengängen und Lehrveranstaltungen wählen, die auch vollkommen auf der Höhe der Zeit sind, wie zum Beispiel der Studiengang Simulation Technology. Außerdem ist, denke ich, für die Studierenden ein Wechsel ins Ausland recht einfach möglich, für eine Masterarbeit oder für ein Auslandssemester, aufgrund der vielen internationalen Kooperationen der Uni Stuttgart. Als Arbeitgeber spricht jetzt aus meiner Perspektive für die Uni Stuttgart auch ganz stark die nationale und internationale Vernetzung der Uni Stuttgart im Rahmen von den vielen Forschungsverbünden, die es hier gibt, von denen man einfach auch persönlich sehr stark profitieren kann.